Hallo und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi. Ihr seht da einen bunten Dino, das heißt, wir sind wieder auf das Center. Und ich habe jetzt rausgefunden, warum ich immer von einem Alu getötet werde, wenn ich mich einlogge. Der spawnt nämlich direkt in meinem Haus und ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Ich habe schon einige Fundamente ersetzt durch halt richtige und nicht S+. Aber es scheint jetzt hier überhaupt nichts gebracht zu haben. Vielleicht hat da von euch noch einer eine Idee, wie ich mir da helfen kann. Das Gute ist, diesmal ist das direkt passiert, als ich mich eingeloggt habe, dass er mich gekillt hat. Ich komme da halt auch nicht mit irgendeinem Dino ran. Das ist mein Problem. Dass ich hier... Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Verdammt. So. Den wieder reparieren. Na komm, na komm, na komm. Der reckt sich doch auch. Ach, nervig. Beastie würde den ja locker flockig umhauen. Aber das bringt mir in dem Moment ja jetzt auch nichts. Weil Beastie kommt nicht ins Haus. Der könnte ja mal rauskommen. Genau. Demogun. Wir lassen ihn jetzt raus. Oh Mist. Was kaputt gemacht. Aber okay. So, jetzt locken wir ihn an. Komm schon. Ich will rauskommen. Ich hoffe, er kommt da schon durch. Hey, hier bin ich, du Depp. Komm da einfach mal raus. Ihr seht die Dinos, die sind auch nicht die hellsten. Vergessen, dass du das alles kaputt machst. Das sehe ich ja überhaupt nicht ein. So. Jetzt sollte er eigentlich locker rauskommen. Aber ich treffe den immer noch. Komm. Was? Genau, greif ihn an. Und jetzt machen wir den kaputt. Komm schon. Bäh! So. Dämlicher Alu. Ach Mann. Das ist doch schon wieder nervig. Ich meine, ich habe ja alles, was er hier kaputt machen wollte, eingesammelt, aber es ist halt echt nervig. Hier liege ich noch tot. Ich habe halt auch das letzte Mal mitgedacht und nichts in meinem Inventar gelassen. Damit halt sowas nicht passiert. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich das aufgebaut habe. So. Das heißt, hier waren die. Und dann kam Steinwand. Und dann eine Holzwand. So. Hier ist sowieso alles voll mit Holzwänden. Ja, das steht jetzt alles voll. Ach, Mann. Das ist ja das Problem bei diesem S Plus oder vielleicht auch allgemein. Das ist total doof snappt. Das heißt, ich muss die Ceilings hier erst... Ja, logisch. Die Ceilings aufsammeln. Witzige Sache. Jetzt kann ich ja die Dinger nicht mehr. Ach, egal. Nein, nicht die Ceilings. So, jetzt haben wir hier wieder die. So. Eigentlich müsste es doch passen. Ja, das snappt halt unterschiedlich. Ist relativ doof, aber okay. So, genau. Immerhin, ich habe das Zeug mehr oder weniger gerettet. Ich muss nicht alles komplett neu aufbauen. So, jetzt schaue ich mal. Denn ich hatte das erst ein bisschen umgebaut. So, genau. Und dann haben wir nämlich das hier und das hier. Und das und das. Jetzt haben wir hier zwar ein, zwei Lücken, aber das soll mich jetzt mal nicht gerade stören. Hier habe ich mein ganzes Zeug reingepackt. Da habe ich, glaube ich, zu wenig Chitin, um das zu reparieren. Ja, schade. Okay, ich lasse es mal drin. So. Und zwar war ich offscreen
ein bisschen fleißig und habe mir hier ein Metall und so weiter durchgeschmolzen, damit es nicht immer alles im Stream bzw. im Video dann passieren muss. Sollte ich nämlich irgendwas brauchen. So, jetzt lege ich mir erstmal meine ganzen. Ich habe jetzt auch ein Schwert. Das habe ich mir jetzt auch gebastelt. Eine Demogun können wir wegschmeißen. Den Bogen können wir dann eigentlich zerstören. So. Jetzt fühle ich mich wieder besser ausgerüstet. Nehmen das mal eben raus. Zack. Schon haben wir da. Ich pack's lieber an die Smithy. Ich kenne mich doch. So, dann haben wir hier noch 13 Pfeile, die ich auch gleich mal mitnehmen werde. Zur Sicherheit auch noch die. Das Problem ist halt, dass ich alles hier oben habe. Und hier oben spawnt der wahrscheinlich. Das ist echt nicht gut. Okay, die ist fast kaputt. Das heißt, ich sollte mal... Hier seht ihr der Ruin-Crafting-Table. So. Da habe ich jetzt allerdings noch nicht so viel damit gemacht. Dann reparieren wir mal noch das, die Dächer hier, die er auch angeknabbert hat. So, das heißt, ich bräuchte wahrscheinlich eigentlich noch ein Dach für mein Dach. Wobei der ja hier direkt reingespawnt ist. Das ist doch... Das ist Mist. So, Vorschläge, wie ich das verhindern kann. Wahrscheinlich der meist gebrachte Vorschlag wird sein, zieh um. Aber ich will nicht schon wieder umziehen. Kommt ihr mal bitte aus der Ecke ein bisschen raus. Dankeschön. Ich habe mich doch hier erst richtig aufgebaut und der lässt riesen Haufen fallen. Was übrigens auch an dem Fiomia toll ist, der sammelt aus meinen Beeten die Narkobären raus. Das heißt, ich kann Narkobären ohne Ende praktisch produzieren, solange das Beet voll ist und solange dieser Kerl daneben steht. Oh, jetzt habe ich gar nichts gezogen. So, das Pull und Spoiled Meat brauchen wir da wieder. Jetzt geht halt auch langsam unser Spoiled Meat, weil ihr seht, wir haben mächtig viel Narkotik hergestellt. Genau, also solange hier was drin ist, dann sammelt der das auch auf. Oh, passt gar nichts rein. Okay, dann hab ich's gesehen. Bitteschön. Ja, meine mein Preserving bin ist wieder kaputt gegangen. Den hat der gute Aloe wieder zerstört. Da war ja das wichtige Zeug drin. Die Kibbel. Ich bin mir halt noch nicht sicher, für wen oder was ich Kibbel brauche. Oder brauchen werde. Aber klar, wenn ich sie in Lichtern finde, warum sollte ich sie nicht behalten, ne? Das ist ja... So. Genau. Was ich eigentlich vorhabe in der Folge, ist hier mal mir ein Wasserdino zu ziehen. Da ist ein Iguanodon, das braucht man nicht unbedingt. Genau, ich hätte sehr gerne einen Wasserdino. Und da vorne ist ein Licht. Ich werde jetzt so hinrennen, da ist es weg, bevor ich da bin. Pauline ist da schon ein bisschen schneller unterwegs mit mir. Ich weiß auch gar nicht, ob dort noch das große Kraftfeld ist. Nein. Och. Wo ist er denn hin mit seinen ganzen Dinos? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier war ja dieser Sammelfleck für die ganzen Dinos. Die sich da... Ein Metal Doorframe. Die sich da jemand zusammen gesammelt hat. Und jetzt ist das alles weg. Das ist natürlich schade. Oh, okay. Von? Die Metrodon. Wir nehmen es mal. Solange es nicht die Morphodon ist, ist das, denke ich, noch okay. Okay, Wasserdinos. Nachdem wir da ja schon ein bisschen Bekanntschaft gemacht haben, weil mit so einem Leoplodon, wie auch immer man das nennen mag. So. Na komm, was kaputt? Ach, das kann ich. Da brauche ich einen Grinder. Gut, okay. Dann packe ich das erstmal hierher. Genau, nachdem wir da schon Erfahrungen gemacht haben. Nein. Wir
möchte ich gerne einen eigenen Wasserdino haben. Aber jetzt nicht unbedingt so ein Vieh. Da... Ist das ein Basilosaurus? Kann man die auch zähmen? Ja. Also ich... Ob man die zähmen kann, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall einer. Das wäre dann ein guter Anfang, denke ich. Ich schaue nur mal eben nach. Basilosaurus bei Ark. Nicht, dass ich dann mit Betäubungspfeilen drauf schmetter. Passive Methode. Raw Matten. Geil. Dann könnten wir ja mal... Oder Terizino-Eck. Schäfchen oder Terris. Das ist beides gar nicht so vorrätig. Schäfchen? Wo habe ich denn hier Schäfchen gesehen? Im Wintergebiet. Dazu bin ich aber noch etwas zu luftig angezogen. Das heißt, ich kann mir, glaube ich, noch gar keine Chitin-Klamotten selbst machen. Außerdem fehlt mir da das Chitin. Nee. Da kommt dann erst noch Gilly. Ja, es dauert noch bis Level 37. Aber was ich gerade gesehen habe, was wir ja jetzt auch machen können. Metal Blast Forge. Warum habe ich da nicht genug Inventar frei? Ich schaue erstmal. Hier haben wir schon Silizium-Perlen. Wo habe ich das denn alles hingepackt? Das Metall ist definitiv noch hier drin. So. Allzu viel brauchen wir da ja nicht. Ach so. Gut. Ja, dann behalten wir das jetzt erstmal so. So. Perfekt. Dann Obsidian. Komm schon. Willst du nicht. Muss sagen, das ist echt eine große Hilfe. So. Siliziumperlen brauche ich noch. Ich weiß nicht, was das hat. Das passt doch alles in mein Inventar. Keine Ahnung, was da das Problem ist. So, und jetzt Cementing Paste. Habe ich da überhaupt was? Ja. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt die Metal Blast Forge machen. Schaut euch an. Da geht's los. Mit unserem Vorhaben, hier ein bisschen Steampunk reinzubringen. Wie groß ist das Teil? Okay, das geht ja. Das ist jetzt nicht allzu groß. Das heißt, das passt auch hier hin. Perfekt. Nee, nicht perfekt. Muss noch ein Stück in den Raum. Gut, dass wir das auch aufsammeln können. Ich wusste halt nicht, wie groß das Teil ist. Beziehungsweise wie lang. Ja. So, lassen wir es mal. So, okay, was können wir da jetzt machen? Alles Mögliche, okay. Die brennt anscheinend auch von allein. Das heißt, wir können hier schon mal ein bisschen Wut reinziehen. Oder? Requires Gas, Can Powder. Ah, ne. Brauchen wir doch Spark Powder. Das sah so aus, weil die unten ein bisschen geleuchtet hat. Aber ansonsten... Wow. Das ist natürlich cool. Bekommen wir jetzt hier Kohle? Glas, Metall. Und wir 10 Obsidian. Okay, und das? Was auch immer. Das ist dieser Melted Copper. Okay. Brauchen wir auf jeden Fall... Ruhe. 20 Glas-Dingsies noch. Das heißt, wir brauchen Kristall. Ein Glück haben wir da Zugriff. Metal Ingots haben wir auch mehr als genug. So, und dieses Smelted Copper. Dazu brauchen wir dann immer die Metal Ingots, okay. Ja, dann schauen wir mal nach, wie das hier alles funktioniert. Ah, okay, das macht es nicht von allein. Da müssen wir also nachhelfen dann. Okay, aber so insgesamt sieht es doch recht gut aus. Das Metall, das verbrennt hier anscheinend auch schneller.
Das heißt, ich werde da mal noch 500 hier reinziehen, was wir natürlich jetzt brauchen. Oh! Ich glaube, es gab mehr. Genau, was wir natürlich jetzt brauchen, ist Spark Powder. Damit wir das Ding weiter betreiben können. Dann würde ich mal sagen, befassen wir uns vielleicht doch erstmal damit, bevor wir uns hier an die Wasserlinie machen. Was bist du denn für eine? 280 Münzen. Da will ich einmal. Wo ist denn mein Zombie-Raptor? Zombie-Raptor? Ja, wo sind die denn hin? Ach, die stehen nur weg. Ich dachte schon. Alle weg. Das wäre ein bisschen komisch. So, dann machen wir hier mal auf. Und fangen da mal an. 342 Schaden. Ich hätte halt gerne. Ich hätte gedacht, dass der irgendwie auf den Zombie angepackt hat. Keine Ahnung, was ich mir von den Zombie-Viechern erwarten soll. Wie gesagt, wenn die irgendwas Besonderes können, dann schreibt sie doch ruhig rein. Außer, dass man halt nie sieht, ob die noch Leben haben oder nicht, weil die sowieso halb tot aussehen. Das wäre dann halt. Ja. Okay. Ja, dann gehen wir doch auch gleich mal mit dem ein bisschen mit dem Pampa. Hier waren ja. Ah nee, nicht irgendwie Steine und Flint und so. Weiter für die Richtung, richtig. Richtig. Und ihr seht, wir sind Level 33, das heißt, wir können uns auch bald daran machen, einen Petri zu zähmen. Um hier die Gegend ein bisschen mehr zu erkunden. Also ein Schwertsack passt. Ah ja. Okay, allzu viel bringen die jetzt nicht. Hier kommt schon wieder so ein Dodo. Ach komm schon. Aber die sind immerhin nicht so schlimm wie die Zombie-Dodos. Muss ich schon sagen. Da waren die Zombie-Dodos nerviger. Ah, da kommt noch ein Jackpack. Der will sich echt mit mir anlegen. Okay. Mach mal. Ja, kommt noch einer. Okay. Den Dodo haben wir auch geschafft. Wo kommen denn die auf einmal alle her, diese Schlagbats? So. Damit hätten wir das. Und können hier noch ein bisschen sammeln. Perfekt. Dann haben wir auch endlich alles für das Steampunk. Denn das ist wirklich was, was mich sehr interessiert. Da ich mich mit der Mod noch so gut wie gar nicht beschäftigt habe. Auch als ich schon mal auf dem Server mit Steampunk war von Let's Survivor, habe ich mich da relativ wenig mit dem Steampunk beschäftigt. Und das will ich jetzt nachholen und halt am liebsten mit euch zusammen, wenn ihr das auch mögt. Vielleicht kennt ihr euch da ja auch schon ein bisschen aus und könnt mir vielleicht ein paar Tipps geben, was ich wie, wo, wann bauen sollte, ob die Steampunk-Wände mir jetzt mehr bringen würden. Oder ob ich halt allgemein so die Wände lassen sollte. Ich habe allgemein geplant, vielleicht von jedem, was es hier gibt, ein kleines Gebäude zu machen. So, damit ich hier so eine Art kleine Farm habe. Okay, das geht nicht. Hm, ja gut, kleine Farm ist vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt. Aber, ja, so eine kleine, so ein kleines Gut, wo ich mich halt, wo ich dann halt solche Gerätschaftsräume habe und da wo die Tiere drin sind, einen schönen Stall bauen. Halt sowas in der Art würde ich da gerne machen. Könnt ihr mir gerne mal dazu schreiben, was ihr denkt, ob das ein guter Plan ist oder ein nicht so guter Plan? Schreibt es mir gerne mal unten rein. Denn ich möchte ja auch, dass ihr Spaß habt beim Angucken. So, jetzt haben wir erstmal wieder genug Zeug fürs Backhorde zusammen. Denn ich kann ja nicht alles einfach klauen. Hier haben wir auf jeden Fall noch welches. Das ist perfekt. Das können wir gleich mal mit hochnehmen. Und dann schauen wir doch mal, wie es hier aussieht. Oh Gott, schaut euch mal an, wie schnell das Metall. Also ich letzte Mal hier war uns 56. Das ist natürlich krass.
So, jetzt haben wir hier, wir brauchen noch 10 auf jeden Fall. Steine. Steine brauchen wir hier auch. Okay, Steine kriegen wir. Perfekt, Beastie hat da noch welche. So. Dann können wir nämlich auch das herstellen. Schau mal, Steampunk. 50 Stück brauchen wir davon. Okay. Wo ist denn meine ganze Kohle hin? Brauche ich das auch dafür? Okay, dann sollte ich erstmal noch ein bisschen Holz ziehen. Also für irgendwas braucht es die Kohle anscheinend. Aber okay. Ja, keine Ahnung. Wir stellen uns das jetzt auf jeden Fall mal her. Cool. Vielleicht verbrennt die dann auch einfach mit. Hat die eine Haltbarkeit? Nö. Okay, 2 Stück haben wir schon. Macht das immer 2 draus? Ich weiß es nicht. Ja, das macht immer 2 draus. Perfekt. Okay, dann können wir das ja jetzt so weit laufen lassen. 50 Stück brauchen wir, das heißt 25 davon. Das sollte möglich sein, aber schaut euch mal dieses Gerät an, das ist richtig cool. Ist halt auch schön detailliert gestaltet, muss ich sagen. Das finde ich schon nicht schlecht. So, weiter geht's. Sehr schön. Wir stellen hier nacheinander alles Mögliche her. Läuft bei uns. Wir sind schon auf dem richtigen Weg, habe ich so das Gefühl. Was passiert jetzt, wenn ich die Kohle hier einfach drin... Oder braucht das Kohle? Ja, das braucht Kohle. Ah ja. Das erklärt natürlich so einiges, aber schaut mal, wie viel Metall wir jetzt haben. Das ist echt krass. So, Moment, da werde ich jetzt trotzdem... Das können wir ja mal so vor sich hinarbeiten lassen. Schreit mich doch mal nicht alle so an. Und wir gehen nochmal hoch, um noch ein bisschen Kristall zu holen. Denn ich habe so die Vermutung, dass wir das auch gebrauchen könnten. Demnächst, um noch mehr Steampunk-Sachen herzustellen. Ich hätte halt auch richtig Bock, gerade noch was zu zähmen. Aber da muss halt auch was Schönes gerade auftauchen oder da sein. Ich finde ja diese Fawny Dragons, von Weitem sehen die immer voll böse aus, aber eigentlich sind die so niedlich. Die haben so ein richtig hübsches Gesicht. Ich weiß nicht, habt ihr die schon mal gesehen? Vom Nahen zeige ich euch mal, wenn ich mal einen gefilmt habe, denn sonst traue ich mich nicht nah an die ran. Okay, der ist schon kaputt. So, allzu viel Kristall haben wir hier gar nicht, aber ein bisschen was. Und da das immer nachspawnt, ist das ja alles kein Ding. So. So ein paar kleine Metallspots, Kristallspots. Das werde ich schon wieder irre. Okay, hier kommt man nicht durch. Das ist schon manchmal lustig. So. Normal würde man denken, oh, ja, diese Maxi passt da durch. Aber eigentlich halt gerade so nicht. So. Hier noch ein bisschen Kristall. Dann wollte ich auch auf jeden Fall schon mal in den nächsten Folgen angehen, eine Höhle. Vielleicht habt ihr da ja... Oh, cool. Direkt in einen Deckenhaufen gelatscht. Sehr schön. Ja, vielleicht habt ihr da ja Vorschläge, was für eine Höhle ich gehen sollte am Anfang. Denn auch bei The Center war ich noch nie in einer Höhle. Ich glaube nur, die eine, die ich mal... Also die ich das letzte Mal gesehen habe, als wir die Siliziumperlen geholt haben. Da bin ich aber auch nur am Anfang reingegangen. Ich weiß gar nicht, ob es da noch weiter ging, als bis wohin ich gegangen bin. Aber sehr weit bin ich da nicht gekommen. Und die, die mich kennen, wissen, dass ich mich da manchmal ein bisschen dämlich anstelle, wenn es um sowas geht. Deshalb wäre vielleicht eine einfache Höhle am Anfang gar nicht mal so schlecht. Je nachdem, wie
wie ich es zeitlich auf die Reihe bekomme, können wir das auch gern mal in einem Livestream machen. Und gern auch, wenn ihr vom Server seid oder hiermit auf den Server joint, können wir das gern auch zusammen machen. Da haben wir auf jeden Fall bessere Chancen, da ein gutes Ergebnis rauszubekommen, als wenn ich das allein mache. Und haben halt da zusammen ein bisschen Spaß. Ich habe doch hier so eine Leiste gesehen. Da! Doom Children has been summoned. Was ist das denn? Oh mein Gott! Was ist denn da los? Elefanten! Third Trike. Wow. Was bist du? Tote Spinne. Okay. Wow. Heißt das, man kann jetzt die Elefanten zählen? Oder eher nicht so? Boah, 30 Millionen Leben. Cool. Leute, erzählt mir doch mal, was es mit den Elefanten auf sich hat. Das ist ja krass. Wir haben jetzt auch nicht so viel Leben, aber ich will die nicht unbedingt umbringen. Was ist das für ein Kano dort? Ganz normal, okay. Okay, wow. Also ihr seht, hier lebt man Sachen. The Third Trike. Das ist natürlich cool. Okay. Und ich habe so die Vermutung, dass der die beschworen hat. Aber gut, wir lassen die mal lieber in Ruhe. Denn ich habe so die Befürchtung, dass ich das alles nicht überleben werde, wenn ich da irgendwas davon angreife. Das muss ja nicht unbedingt sein. Es reicht schon zu, dass unser Haus unsicher ist. So. Dann schauen wir mal, wie weit wir oben sind. Mit unserem Koffer. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Da können wir noch was machen. So, dann haben wir auf jeden Fall die. Steampunk Working Station. 75 Metal Ingots, das kriegen wir ja locker. Kein Problem. Und noch 30 Cementing Paste. Oh. So, perfekt. Schaut mal an, so einfach haben wir uns jetzt die Steampunk Workstation gebaut. Die sieht natürlich auch cool aus. Passt sie jetzt hier so ein bisschen mit in die Ecke? Nein. Dann werde ich sie vielleicht mal so schräg ein bisschen bauen. Wow. Leute, guckt euch das mal an. Das wird's natürlich. Oh, Christmas. Und man braucht dazu natürlich immer dieses Copper und so ein Spaß. Copper Plates. Jetzt gar nicht gesehen, wie man die herstellt. Aber ihr seht's. Hier kann man richtig tolle Sachen herstellen. Das fetzt schon. Okay, das soll's jetzt aber erstmal für diese längere Folge gewesen sein. Tut mir leid, dass sie jetzt so lang ist. Vielleicht gefällt euch das aber auch. Schreibt mir das gerne mal unten rein. Kann ja auch sein, dass ihr sagt, nö, solche längeren Folgen, die sind schon recht cool. Dann machen wir halt längere Folgen, wenn ihr mögt. Ich habe damit kein Problem. Ich schaue nur gerade mal. Copper Plates kann man gar nicht lernen. Die wird man wohl irgendwie herstellen. Das finde ich alles noch raus, wenn ihr mögt, mit euch zusammen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.